Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ein bisschen kürzeres Video, ein bisschen anderes Video. Ich muss kurz ein bisschen ranten, nämlich über das Thema Always Online oder Online-Zwang in Spielen. Ihr kennt das Thema, ist jetzt auch nichts Neues. Ich weiß, es gibt viele Spieler da draußen, die das Problem haben. Aber Test Drive von Limited Solar Crown, das jetzt vor kurzem erschienen ist, hat wieder mal gezeigt, warum dieses Thema so bescheuert ist und warum diese Idee von Always Online irgendwie ein Problem ist. Ich meine, versteht mich falsch, ich verstehe an sich diese Idee, dass man sagt, okay, man hat diese Spielwelt, die immer connected ist, man ist immer mit anderen Leuten verbunden, man hat immer die Möglichkeit, online zu zocken und so Zeugs. Das ist ja an sich ganz nett, aber erstens mal die Leuten die Option geben, dass man eben auch offline spielen kann, dass man alleine spielen kann, ohne dass man online spielen kann. Das ist schon mal an sich eine Möglichkeit oder eine Sache, die ich gut finde, dass man, also wenn man die Möglichkeit den Leuten gibt, dass man sich selbst entscheiden kann, was man denn machen möchte, ob man online spielen möchte oder eben nicht online spielen möchte. Aber dieses, man zwingt die Leute online zu zocken, finde ich bescheuert. Und ich meine, wir reden davon, dass Test Drive von Limited Solar Crown kommt erst am 12. offiziell raus. Alle Leute, die vorbestellt haben, eine größere Edition gekauft haben, die dürfen vorher schon, die dürfen nämlich seit 5.9. schon rein zocken in das Game. Und wenn jetzt schon die Server rumspielen, und ich meine, wir hatten zum Release-Tag definitiv jede Menge Serverprobleme. Du konnten viele Leute auf Steam dieses Spiel gar nicht runterladen, obwohl sie gekauft haben, obwohl sie diesen Early Access Zugang haben oder Advanced Access, wie Steam jetzt nennt. Das wurde mittlerweile, glaube ich, behoben. Also zumindest bei mir geht es jetzt mittlerweile, aber es war gestern zum Release-Tag definitiv ein Problem, dass es nicht funktioniert hat. Das ist das eine Thema und das zweite Thema ist einfach, die Server spacken rum. Du hast hier ein Spiel gekauft, du hast teilweise 70, 80 Euro bezahlt für eine größere Edition, damit du früher zocken kannst und die Server funktionieren nicht. Du kannst keine Rennen teilnehmen, die ich jedes Mal, wenn ich versuche, an einem Rennen teilzunehmen, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Hin und wieder funktioniert es, aber das ist eher selten tatsächlich. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, weil dieses Spiel echt Spaß macht. Also zumindest die paar Stunden, die ich jetzt schon gezockt habe, machen auf jeden Fall Spaß. Einfach dieses in der offenen Welt rumfahren, mit den Autos rumspielen, das macht schon richtig hart Bock. Und deswegen ärgert es mich umso mehr, dass KT Racing und Narcon sich dazu entschieden haben, dass das einen Always-Online-Zwang hat und dass man dieses Ding nicht offline spielen kann. Und ich meine, wir reden nicht nur davon, dass es jetzt ein Problem ist zu Release. Klar, die Server werden, die Kapazitäten wurden schon erhöht, die Kapazitäten werden wahrscheinlich noch erhöht werden zum Release hin. Also das gehe ich stark davon aus, dass da KT Racing schon dran arbeiten wird und ich hoffe auch tatsächlich, dass sie das bis zum 12. auch in den Griff kriegen, weil es wäre natürlich unfassbar schade, wenn die Leute alle nicht zocken könnten am Release-Tag. Vor allem, es wäre echt schlecht für das Spiel, für die Reputation des Spiels und auch das Image des Spiels und auch des Entwicklers. Also ich hoffe wirklich, dass sie das hinbekommen bis zum Release, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schade, wenn nicht. Aber das Problem ist halt trotzdem auch, wir haben nicht nur das Thema, dass es jetzt ein Thema ist, sondern es wird in der Zukunft auch noch ein Problem werden, denn man darf nicht vergessen, wir hatten vor ein paar Monaten das Thema mit The Crew, das abgeschalten wurde, wo die Server geschalten wurde, wo dieses Spiel tot ist. Du kannst es nicht mehr spielen. Klar, die Community findet immer Möglichkeiten, aber trotzdem, offiziell kann man dieses Game nicht mehr kaufen, nicht mehr spielen, nicht mehr runterladen, gar nichts mehr. Und das gleiche Schicksal wird auch Test Drive Unlimited Solar Crown irgendwann ereilen, wenn das Prinzip so gleich bleibt. Und das absolut Schlimmste daran ist, dieses Spiel hat eine Art Offline-Modus. Du kannst im Prolog, kannst du die Rennen alle solo spielen, beziehungsweise musst du sie sogar solo spielen. Da gibt es gar keine Online-Möglichkeit. Also warum man dieses Konzept warum man das nicht einfach weitergetragen hat und gesagt, okay, passt, es wird auch in der Zukunft die Möglichkeit geben, dass man hier offline spielen kann, vor allem eben gerade zu Release, gerade wenn man weiß, es gibt immer Serverprobleme. Wir hatten das in der PC-Demo, wir hatten das in der Konsolen-Beta jetzt teilweise, dass die Server rumgespackt haben. Ich verstehe es nicht. Und ich meine, wenn dieses Ding jetzt ein riesengroßes MMO wäre, mit Tausenden von Leuten oder Hunderten von Leuten auf einem Server, würde ich es mir vielleicht irgendwie noch einreden lassen. Aber du siehst in der Spielwelt, wenn es hochkommt, 1 bis 2 Leute rumfahren. Also irgendwie fehlt mir dieser MMO-Aspekt. Irgendwo dieses, warum ich das haben muss. Und ich meine, ich habe es in der PC-Demo schon damals keine einzigen Menschen in meine Lobbys bekommen zum Rennfahren. Auch jetzt in der Release-Version quasi gab es das bisher nicht. Ich meine, ich habe noch nicht so viel gespielt, aber trotzdem, ich habe bisher kein einziges Online-Rennen stattgefunden. Es war alles bisher gegen die KI. Du musst trotzdem warten. Und geil ist auch noch, wenn du ein Rennen startest und das zu Ende fährst und am Schluss hat er keine Server-Connection, dann ist der ganze Progress einfach verloren. Und das ist halt so ein dummes Konzept und einfach eine Sache, die ich nicht verstehe. Und ich meine, mich persönlich stört Online-Zwang an sich nicht, weil ich sagen muss, ich brauche zum Starten eine Internetverbindung oder so Dinge. Von mir aus lasse ich mir irgendwie einreden ich habe eine gute Internetverbindung. Mein Internet funktioniert 99,9% der Zeit. Ich habe eine richtig schnelle Leitung hier mit einem Gigabit. Also an dem liegt es ja nicht, dass ich jetzt sage, mein Internet ist so scheiße und deswegen habe ich ein Problem damit, sondern ich habe ein Problem damit, weil es einfach das Spielerleben ist komplett beeinträchtigt. Ich möchte so
Option Game on Offline gegen KI fahren. Ich möchte mich aktiv dafür entscheiden, dass ich online fahren möchte. Und ich möchte vor allem auch einfach spielen können, wenn die Server nicht verfügbar sind. Und ich meine, sie sind aktuell nicht verfügbar. Es ist eben aktuell ein großes Problem. Und ich will jetzt ja gar nicht eingehen, dass die Performance für dieses Spiel echt, ja, nicht unbedingt perfekt ist. Ich meine, es läuft ganz okay. Aber es könnte definitiv nochmal eine Spur besser sein. Also so weit möchte ich gar nicht jetzt ins Detail gehen. Aber dieses Online-Zwang-Thema, ich verstehe es nicht, warum Entwickler und Publisher sich immer dafür entscheiden, weil die Nachteile überwiegen doch unterm Strich, weil du kannst noch so ein tolles Online-Erlebnis machen und ich meine, dass ich mir einen Multiplayer-Shooter, dass ich da online sein muss, eine Serververbindung brauche, okay, das lasse ich mir einreden, das macht ja Sinn. Aber bei einem Rennspiel, dass ich offline gegen die KI spielen kann, weil wenn ich mich dafür entscheide, ich warte nicht, ob Leute gefunden werden, sondern ich starte das Rennen, dann kann ich auch offline gegen die KI fahren oder kann ich gegen die KI fahren, nicht offline, aber kann gegen die KI fahren. Also für mich ergibt sich da keinen Sinn, vor allem wie gesagt, im Prolog hast du die Möglichkeit, im Prolog fährst du aktiv nur gegen die KI und du hast gar nicht die Möglichkeit, online zu zocken. Also, ich verstehe es irgendwie nicht. Und vor allem, wie gesagt, es beeinträchtigt das Spiel eben. Ich kann nicht mal in der Progression quasi voranschreiten, weil ich nicht an Rennen teilnehmen kann, weil es einfach nicht funktioniert, weil die Server so kacke sind. Und ja, ist zwar alles gut und schön, dass hier KT Racing das weiß und dass sie daran arbeiten und Co., aber es ändert halt nichts daran, dass ich jetzt im Moment einfach nicht spielen kann. Und das finde ich so, so schade. Und das ist auch einfach fürs Image des Spiels nicht gut. Das ist auch die Leute, die das jetzt vielleicht sehen, die Videos dazu sehen, mein Video vielleicht sehen, und die werden sich denken, ah, dann kaufe ich es mir vielleicht lieber doch nicht zu Release. Und ich meine, ja, wir wissen immer, ich sag's auch immer wieder, keine Spiele vorbestellen, keine höheren Editions vorbestellen. Ihr wisst alle, wie das ist. Ich meine, ich sag's oft genug, ich mach's trotzdem. Ich meine, ich mach's aber auch, um eben genau solche Videos zu machen, weil ich eben wissen wollte, wie kacke es ist oder wie gut es vielleicht auch ist. Ich meine, wie gesagt, das Schlimme ist daran, das Fahrerlebnis ist richtig gut. Es macht richtig Spaß, mit den Autos in der offenen Welt rumzufahren. Und ich glaube auch, dass die Rennen Spaß machen, aber ich kann halt an keinen teilnehmen. Und ich würde gern weiter voranschreiten, um einfach ein bisschen einen besseren Eindruck vom Spiel zu haben, den euch auch vielleicht übermitteln zu können in dem Video. Aber leider, Server lassen mich nicht. Und deswegen, ich hoffe, dass daraus gelernt wird. Ich hoffe, dass dieses Spiel in offenen Modus nachgepatcht bekommt. Ich meine, jetzt ist es zu spät für sowas. Absolut, keine Frage. Aber ich hoffe, dass da was nachgepatcht wird, dass es vielleicht in Zukunft die Möglichkeit geben wird, offline zu spielen, weil die Option scheint ja da zu sein. Man hat es nur nicht implementiert oder nicht umsetzen wollen. Also ich hoffe persönlich, da kommt noch was und dass sie dann arbeiten, dass sie das auch acknowledgen, dass eben das einfach eine scheiß Idee war. Und ich hoffe, dass sich auch Entwickler in der Zukunft Beispiel daran nehmen. Wie gesagt, ein reiner Multiplayer-Shooter macht für mich keinen Sinn. Da ist logisch, dass es keinen Offline-Modus in dem Sinne gibt. Aber gerade für so ein Rennspiel verstehe ich es einfach nicht, vor allem wenn die Optionen da sind. So, das war's von meinem Rant zu Test Drive Unlimited Solar Crown, zu den Servern und zum Always Online Zwang. Gerne eure Meinung natürlich in die Kommentare, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und ja, wenn ich reinkomme und ein bisschen spielen kann, werde ich euch vielleicht auch noch einen kleinen Eindruck in der, ja, kleinen, ja, Review, sage ich mal, in der Zukunft da lassen. Aber dazu muss ich erstmal spielen können. Gut, damit danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao!